Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz, Episode 35, jawohl, lieber Defner. Und der Defner ist haarscharf von der ersten Wettniederlage vorbeigeschrammt. Eigentlich. Wir müssen ja, sagen, wir zeichnen diese Folge am Dienstag auf und wir haben sie jetzt extra nicht morgens aufgezeichnet, sondern mittags, weil eigentlich wollte der Chapitz heute die Rezession feiern. Er wollte sie ausrufen. Ich glaube, er hat schon 10 Artikel in seiner Schublade liegen über die Rezession, die Deutschland ergriffen hat, aber sie kam nicht. Sie kam mal nicht, wieder. Aber nicht. Ganz knapp nur. Es war der deutsche Bau. Der deutsche Bau, der Boom am deutschen Bau hat geholfen, dass Deutschland im vierten Quartal nicht ins Minus gerutscht ist, weil im dritten waren wir im Minus und 2 Minusquartale in Folge ist die berühmte Rezession. Das ist ausgeblieben. Aber ich gebe die Wette nicht verloren, weil es gibt 2019 ja noch 4 weitere Quartale. Im ersten Quartal, würde ich zugeben, wird Deutschland wahrscheinlich noch wachsen. Aber danach weiß man nicht so genau. Denn du musst ja sehen, nach China beispielsweise, da sind die Exporte noch im vergangenen Jahr kräftig gestiegen um 10%. Und das wird runtergehen. Und dann sage ich dir, die alte Leier, ja. Und ich sage, wir haben die Delle hinter uns und von nun an geht's aufwärts. Noch eins zu 2018. Es war natürlich kein Boomjahr, das ist ja klar. Das haben wir ja auch ausführlich. Und ich war das Schwächste Schwächste. Aber es waren 1,5% Wachstum und angesichts eines weltweiten Handelskriegs und angesichts eines bevorstehenden Brexits und angesichts einer Rekordhitze, die die Leute vom Einkaufen abgehalten hat und angesichts eines neuen Prüfverfahrens und Niedrigwasser im Rhein noch obendrauf. Ja, angesichts all dessen, muss man sich ja sagen, hat sich die deutsche Wirtschaft dann doch eigentlich ganz wacker geschlagen. Und das war jetzt eine Delle und jetzt geht's aufwärts zu neuen Ufern im neuen Jahr. Aber da gehe ich in dieser Sendung ja nochmal drauf ein, denn ich rufe eine neue Börsenrallye aus und die hängt natürlich auch mit den Konjunkturerwartungen der Börsianer zusammen. Das ist ganz klar. Da werden wir dann nochmal ausführlich drüber diskutieren. Weißt du, Defner, was ich völlig absurd fand? Deutschland hat im vergangenen Jahr 60 Milliarden Euro Haushaltsüberschuss gemacht. Das ist ein Rekord. Mhm. 60 Milliarden ist ungefähr 1,7% der Wirtschaftsleistung. Und ich habe mal gefragt, was kannst du mit den 60 Milliarden machen? Da hätte man beispielsweise die Solidaritätszuschlag hätte man einfach streichen können. Man hätte die ganze Grunderwerbssteuer, Grundsteuer, was es alles für komische Steuern gibt, da hätte man so viel mitmachen können. Und jetzt fließt das Geld so, irgendwie sickert es dahin und dorthin. Ach, die und SPD verteilt noch ein paar Wahlgeschenke an noch ein paar Rentner und noch ein paar Blankoschecks ausstellen. Das ist ja alles schön und gut, aber es muss am Ende auch wieder mal bezahlt werden, auch wenn die Konjunktur nicht so gut läuft. Und jetzt wäre eigentlich die Zeit für Steuersenkung, muss man ganz klar sagen. Und vor allem auch für vernünftige öffentliche Investitionen in Infrastruktur. Ja. Ne? Aber überall, wo es hakt. Den Digitalpakt haben wir bis heute ja nicht hinbekommen, weil die Länder sich sperren. Da ging es ja darum, dass der Bund Milliarden freigibt, damit die deutschen Schulen endlich aus dem digitalen Steinzeitalter rauskommen. Digitale Zukunft, gutes Stichwort, war ja auch ein großes Thema beim großen Welt mit Großbuchstaben, ne? Also unsere Welt, unsere Axel Springer Welt, bei der wir beide arbeiten, ich beim Fernsehen eher beim der schreibenden Zunft sozusagen. Mhm. Und wir hatten den großen Weltwirtschaftsgipfel im Hause Axel Springer. Das ist wirklich das erste Spitzentreffen des Jahres, noch vor Davos und wirklich ein echtes Spitzentreffen. Ne? Ja, stimmt, da kommt eigentlich jedes Jahr die Kanzlerin, bis einmal kam sie nicht, nämlich letztes Jahr nicht, dieses Jahr auch nicht, aber dieses Jahr hatten wir Frau Kramp-Karrenbauer, die neue CDU-Vorsitzende, die hat mal so ein bisschen erzählt, was passiert. Das ist immer Anfang Januar und was das Treffen ausmacht ist, dass da halt Spitzenmanager kommen und die dann die Politik löchern können. Und wenn man dieses Jahr so geguckt hat, das Ganze findet unter Chatham House Rules statt, also es darf, was drin erzählt wird, darf nicht erzählt werden nach draußen, zumindest nicht mit demjenigen, der es erzählt hat. Also man kann die Gedanken nach außen tragen, aber nicht die Quelle des Ganzen. Und aber welchen Eindruck ich bekommen habe, ist, dass irgendwie Deutschland nicht gut für die Digitalisierung gerüstet ist. Also einige Manager haben wirklich so wie kleine Schuljungen fast schon Reed Hastings Netflix-Chef war nämlich da, der hat eine super Performance gemacht. Ja, der sehr viele begeistert. Ich habe ihn leider verpasst, weil ich Interviews aufzeichnen musste außerhalb des Veranstaltungsraums. Aber er sah cool aus, er hat eine coole Rede gehabt. Ja, und viele waren total geflasht von ihm, muss man sagen. Na? Also Netflix ist ja auch eine meiner Favoritenunternehmen. Wir kriegen diese Woche noch Zahlen übrigens. Ne? Und dann fragten viele,
wie bekomme ich denn hin, dass ich auch so ein tolles Unternehmensklima wie bei Ihnen hinbekomme? Und was natürlich Herr Hastings hat dann Antworten gegeben, aber man merkte einfach, wie doch den deutschen Spitzenmanagern die Muffe geht, wenn es um Digitalisierung geht. Und wenn jetzt noch das Wachstum nicht so richtig läuft, glaube ich, das ist schwierig. Ja. Aber auf der anderen Seite, was Kollege Czepitz wieder übersehen hat, waren ja auch ein paar Vorzeige Digitalunternehmen aus Deutschland da, zum Beispiel N26, die Smartphone-Bank. Da spreche ich gleich nochmal ausführlicher drüber, das ist nämlich mein Bulle der Woche. Und oder auch das Flixbus-Modell wurde vorgestellt und so weiter. Und das sind ja alles Geschäftsmodelle, die aus Deutschland heraus die Welt erobern. Und, aber wo haben die Kohle eingesagt? Nicht in Deutschland. Naja, die haben die Kohle halt eingesagt in Amerika. Und sie haben auch betont, dass wenn sie in Deutschland jetzt nicht weiter so wachsen und nicht das Kapital kriegen, könnten sie möglicherweise auch nach Amerika gehen. Also es war schon Beispiel wurde schon auch gesagt, dass es auch in Berlin große Vorteile gibt, zum Beispiel um Arbeitskräfte zu rekrutieren, weil Berlin eine coole Stadt ist auf der einen Seite und weil die Leute gerne hierher kommen, weil es sowieso aus dem europäischen Ausland ganz leicht ist, weil das ja quasi EU-Bürger sind, Leute zu rekrutieren, und auch sonst ist es einfacher zum Beispiel als in New York, hat mich überrascht. Also von daher, es gibt schon viel positive Faktoren auch in Deutschland, auch gerade für die Startup-Kultur, und N26 ist da sicherlich ein gutes Vorspiel. Wie gesagt, gleich dazu noch mal ein paar Worte mehr, Gedanken mehr bei meinem Bullen der Woche. Aber trotzdem, aber der einzige Wettbewerbs- oder Standortvorteil, den Europa hat, war, man bekommt hier leichter jetzt Visa ausgestellt für Menschen aus dem Ausland. Das war der einzige Standortvorteil, und dass Berlin halt relativ günstig ist. Aber es gibt weniger Kapital, die politischen Rahmenbedingungen sind noch nicht da. Also es war schon ein bisschen frustrierend, aber darum gab es zum Beispiel auch, wurde ja auch immer wieder auch gesagt in Gedanken, dass natürlich trotzdem Europa die einzige Zukunft ist. Und in der Tat, es ist noch nicht alles vollkommen. Der Digitalmarkt hakt noch, der Binnenmarkt für viele Bereiche hakt immer noch, aber trotzdem ist es die einzige Zukunft, um überhaupt irgendwie noch eine Rolle zu spielen auf dieser Welt zwischen den großen Blöcken China und den USA, zum Beispiel im Bereich künstliche Intelligenz, wo die beiden jetzt momentan das Rennen machen. Und wenn sich Europa jetzt noch mehr zerflattern sollte, wie mit dem Brexit, und noch mehr sozusagen sich aufteilen sollte und sich Scharmützel liefern sollte, dann können wir Europa ganz vergessen. Also wir haben nur eine Chance, es mit Europa zu machen, auch wenn Kollege Czepitz immer an Europa rummäkelt. Überhaupt nicht. Ich habe gesagt, mit einem starken Europa. Ja. Aber was Europa ja in den letzten Jahren gemacht hat, war, sich nur mit sich selbst beschäftigt. Und wenn du von einer Schuldenkonferenz zur nächsten kommst und dann streitest, geben wir dem noch was und machen wir die Schuldenregeln und das, so funktioniert es eben auch nicht, Defner. Und du, dein naives Europabild, wo du sagst, Europa über alles und wir müssen uns nur nicht streiten, auch das ist wieder relativ gut klar geworden auf dieser Konferenz, dass nämlich zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten riesige Unterschiede sind und dass die Differenzen noch längst nicht überwunden sind. Und wenn man das nicht schafft, dann kannst du auch ein digitales, zukünftiges Europa vergessen. Ja. Andere Debatte machen wir mal wieder an anderer Stelle. Nur weil ich Europa kritisiere, heißt es ja nicht, dass ich gegen Europa bin. Das heißt nur, ich bin gegen das Europa, wie wir es gerade haben. Und das ist keins, was der Zukunft zugewandt ist. So. Naja, lass uns ein besseres Europa bauen. Auch das wird uns begleiten in diesem Jahr in unseren Podcasts, ganz klar. Und wir haben auch heute wieder unsere Debatten, die wir führen wollen. Zwei Themen, die wir kontrovers diskutieren. Jetzt haben wir eigentlich schon ein Thema gehabt. Ein Thema hast du schon angesprochen. Und ich habe ein Ärgernis natürlich schon wieder. Ein Ärgernis? Privates? Nein, kein privates. Es geht um mein Thema. Es ist Ärgernis. Die Deutsche Bank hat ja bekannt gegeben, dass sie 2 Milliarden Boni zahlen will. Und die Aktie ist 56% gefallen im vergangenen Jahr. Und dafür 2 Milliarden Boni. Das finde ich problematisch und das werden wir auch diskutieren. Das ist mein Thema. Ja, und deins war die Rallye. Die neue Rallye, Jahresendrallye. Bull und Bär, unsere beiden Rubriken, und ich habe ja schon mal, ich fange damit an, ne, würde ich mal sagen. Du hast ja auch schon angefangen mit N26. Klingt so ähnlich wie unser ehemaliger Name als Fernsehsender N24, aber N26 kommt übrigens vom Rubik's Cube, ja. Ist, glaube ich, die kleinste Zahl, mit der man den Zauberwürfel lösen kann. Ist also mehr so ein Nerd-Ding. Mit 26? Ich glaube, irgend sowas war Drehung? Das. Ich habe es noch nicht recherchiert, ehrlich gesagt. Ja. Okay. Ich nicht, aber das ist sozusagen. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal nachrecherchiert. Es hat damit zu tun. Ist eigentlich ein Nerd-Ding, hat eigentlich überhaupt nichts mit Banken zu tun, aber irgendwie offenbar funktioniert der Name. Ja. Und N26
2026 ist das ein neues Einhorn in Deutschland. Einhorn nennt man diejenigen Startups, die vorbörslich mehr als eine Milliarde Dollar wert sind. Und N26 hat diesen Sprung jetzt geschafft mit einer neuen Finanzierungsrunde. Die haben 300 Millionen Dollar frisches Kapital eingesammelt. Und im Zuge dieser neuen Finanzierungsrunde wird dann auch eine Bewertung der Firma ausgerechnet, anhand der die Anteile dann verkauft werden. Und da ist jetzt die Bewertung der Firma von unter einer Milliarde Dollar vorher auf 2,7 Milliarden Dollar gestiegen. Das ist ein rasanter Bewertungssprung. Die neuen Gelder kommen in der Tat nicht aus Deutschland, wie du schon kritisiert hast, aus Singapur von einem Investmentfonds und von einem amerikanischen Wagniskapitalfonds Inside Venture Capitals oder Inside Venture Partners. Und vorher aber auch hat die Allianz zum Beispiel sich auch schon mal beteiligt an N26. N26 ist eine große Erfolgsgeschichte, eine Smartphone-Bank, die rasant wächst, mittlerweile mehr als 2,3 Millionen Kunden in 24 europäischen Märkten hat. Allein in den letzten 12 Monaten hat sich die Zahl der Kunden verdreifacht. Und jetzt will man auch den amerikanischen Markt ins Visier nehmen. Und N26 beschäftigt in Berlin 700 Mitarbeiter. Und da kann man nicht mäkeln. Kollege Czapitz behauptet ja gerne, die digitale Welt in Berlin, die besteht nur aus Lieferdienst, Fahrradfahren, aber weit gefehlt. Es sind qualifizierte Arbeitsplätze, die hier entstehen. Und Berlin ist wirklich eine Start-up-Boomtown. Und deswegen hat auch Berlin eine ganz glänzende Zukunft. Die 700 werden Spitzenverdiener sein. Ich bin mir relativ sicher. Nicht alle 700. Also ich würde vermuten, da werden auch einige darunter sein. Sicherlich wird es ein paar. Würdest du vielleicht ein bisschen mehr demütig neidisch sein, was da so ein Mit-20er vielleicht verdient. Ja? Okay, übrigens, der Gründer Valentin Stalf ist ja 33, ja, ein Österreicher. Aber die haben es in Berlin hochgezogen. Die haben sich bewusst für den Standort Berlin entschieden. Übrigens ein sehr sympathischer und wirklich bodenständiger Typ. Er hat mich auch mal zum Hintergrundgespräch vor einigen Monaten oder sowas besucht, die in meinem Büro, und wir hatten eine nette Konversation. Also netter Typ, der das Business voranbringt. Und ja, also Gratulation N26 zum Einhorn-Status und den wir freuen Bullen uns. Der Woche. Jetzt ja hat er noch einen den Bullen, Bullen der Woche. Für ein Einhorn. Ich meine, jetzt ehrlich, wird's tierisch. Der wieder den tierischen Ernst. Aber ich muss gestehen, der war einer der Gründer, war ja mit auch auf dem Weltwirtschaftsgipfel. Und wenn ich jetzt eine Bank gewesen wäre da im Publikum, ich muss sagen, da wäre mir auch so ein bisschen fleu geworden. Die gehen das wirklich richtig hart an, dieses Ziel. Die sagen einfach, wir wollen mal eine grenzüberschreitende Privatkundenbank sein und bieten das an, was die Kunden eigentlich wollen. Und das ist alles. Das ist eine einfache Idee. Und es gibt noch keine weltweite Privatkundenbank. Wenn man mal guckt, gibt es irgendwie nicht. Ja. Ist alles noch relativ fragmentiert. Und die Idee finde ich cool. Und wenn man das Ganze dann auch ausrollen kann weltweit, dann hat man Skalenvorteile, Größenvorteile und kann das auch wirklich dieses Geschäftsmodell machen. Und das Konto kostet aber auch nichts. Nee. Kostenloses Konto ist ja soweit, gibt es ja auch bei vielen anderen. Ja, aber es ist halt wirklich easy und man scheint einen Nerv der Zeit getroffen zu haben. Und im Weltinterview gab es ja auch ein großes Interview mit Valentin Stalf jetzt zum Einhorn-Status werden und zur neuen Finanzierungsrunde. Da hat er ja auch gesagt, dass sie jetzt auch überhaupt kein Übernahmekandidat mehr für deutsche Banken sind, weil sie einfach zu teuer sind. Und dass sozusagen, ja, die Disruptoren kommen eben von außen und eine Bank selber schafft es einfach nicht, sich selbst zu disruptieren. Ja. Deutsche Bank mit ihren 90.000 Mitarbeitern, glaube ich. Das sind mehr als 90.000. Übrigens, du hattest den Deutschen Bankchef hatte ich im Interview. Und der hat sogar ein Bild gemacht. Also wer gerne sehen möchte, wie Herr Sewing, wer der Hübschere ist, der Sewing oder der Deffner. Selfie mit Sewing. Einfach, ja. Nein, es war kein Selfie. Aber wir haben am Rande des Interviews einen bei Instagram zu sehen natürlich. Und wir haben auch ein Interview gemacht, kann man sich auch nochmal bei Welt anhören. Einfach Sewing als Suchwort eingeben und dann findet man das Interview. Auch übrigens mit dem Bayer-Chef Baumann. Ich habe alle kritischen Fragen gestellt, die du auch immer so hier in die Diskussion mit einbringst. Das ist ja nicht so, dass ich nicht kritisch deine bei Interviews frage. Und ja, wie sich der Baumann und der Sewing da geschlagen haben, das hört man da. Aber Sewing hat sich übrigens ziemlich optimistisch gegeben, meinte sozusagen, ja doch, die Deutsche Bank steht jetzt wieder auf gesunden Beinen. Ich habe das ja in meiner Frage sozusagen hinterfragt. Und der meinte, ja, wir stehen auf gesunden Beinen. Und wenn es jetzt in der Weltwirtschaft ein bisschen mehr Gegenwind gibt, dann können wir diesen Turbulenzen standhalten, sagt der Sewing. Ja, noch nie so hohe Bankchef. Liquiditätsquote, davon war die Rede. Es war, ja, schönes Interview. Kann man sich mal anhören. Und der Baumann sagt, ich würde es wieder so tun. Ja, er würde wieder Monsanto kaufen. Genau. Gut. Gut, dann kommt mein Bulle der Woche. Jo. Ist nicht ganz so einhornmäßig. Ich gebe
mein Bullen der Woche dem deutschen Gesundheitssystem. Jetzt fragst du dich, warum das deutsche Gesundheitssystem? Ich frage mich, warum das deutsche Gesundheitssystem? Warum denn das deutsche Gesundheitssystem? Ja, warum? So häufig kritisiert. Ja, wird häufig kritisiert. Es gab ja letztens ein Interview mit dem AOK-Chef, der gesagt hat, haben wir 500 Krankenhäuser zu viel? Können wir schließen? Und jetzt kommt Holger Czerwitz. Jetzt kommt der Czerwitz und gibt den Bullen der Woche im deutschen Gesundheitssystem. Liegt daran, dass Fritz, der Zweitgeborene, Fritz der Zweite? Fritz der Zweite. Noch kein Kaiser, Haushalt, aber. Auf jeden Fall ist Fritz beim Fußballspielen fies gefoult worden und hat sich fies den Arm gebrochen. Das war wirklich ein richtig fieser Armbruch. Boah, und der arme Fritz. Ja, so richtig mit Nervenschädigung und so. Also wirklich eine Sache, die nicht schön ist. Also wirklich, was man nicht braucht. So. Und dann kam aber nach 5 Minuten der Rettungswagen. Nach weiteren 2 Minuten kam dann der Notarzt. Dann sind wir sofort ins Krankenhaus gefahren und innerhalb von wenigen Minuten ist es dann operiert worden. 2 Stunden Operation und dann hatten wir Untersuchung, Nerven, Knochen, alles. Und das ist wirklich, und ich dachte mir, wow, wo gibt's das? Das ist nach einem schweren Unfall, dass man relativ zeitnah und auch wirklich ortsnah ein Krankenhaus findet. Das und ist dann, toll. Ja, und das fand ich. Ist vielleicht auch ein Vorteil der Großstadt, ne? Also hier möglicherweise, auf dem aber es ist auch ein Vorteil, dass man sich solche dass hier Überkapazitäten leistet. Denn nur wenn du halt auch ein paar Kliniken leistest, die nicht immer voll belegt sind, kann dann eben auch so ein Notfall mal reinkommen und du kannst operieren und das gleich machen. Und wenn ich, jetzt habe ich mir angeguckt, wie teuer ist das deutsche Gesundheitssystem? Es ist schon teurer als im Schnitt. Da wird ungefähr 10% des Bruttoinlandsprodukts ausgegeben. In Deutschland sind es 11,3. Das ist ein bisschen teurer. Aber dafür haben wir auch so eine tolle Verpflegung und haben auch Gesundheitsversorgung, nicht Verpflegung, Versorgung. Mhm. Und in Amerika beispielsweise sind die Gesundheitsausgaben 17% des BIPs. Und da gibt es eigentlich nur ein Gesundheitswesen für die Leute, die sich es leisten können, für die Reichen. Und das ist wesentlich teurer. Insofern sage ich, großartig, hat mir gut gefallen. Wir waren in einem Krankenhaus und dann ist natürlich auch ein bisschen. Da sieht man auch, dass das die Leute einen dann das Bett belegen lassen wollen. Und der Fritz ist so ein Privatpatient. Und dann kamen da 5-mal am Tag nochmal Ärzte und haben nochmal die gleiche Geschichte erzählt. Natürlich ist das dann auch die klassischen Nörgeleien, die man am Gesundheitswesen haben wir dann auch erlebt. Aber insgesamt war es großartig. Und deswegen mein Bulle der Woche, deutsches Gesundheitssystem. Sehr schöne Geschichte. Ja. Und alles Gute an den kleinen Fritz. Ja. Gute Besserung. Hoffe, er kriegt kein Trauma und nee, spielt er weiter Fußball. Er will weiter Fußball spielen. Das hat er schon gleich gesagt. Ja. Gleich. Ja, der Fritz einfach, der fällt hin und steht wieder auf. Ja, 7-mal hinfallen, 8-mal aufstehen. Richtig, ist, Fritz, so macht man das als Optimist, ja. Stimmt, dann werde ich ihm gleich sagen, soll er mal den Podcast hören. Soll mal einen Podcast hören. Der Große, der hat ja jetzt ein Handy zu Weihnachten geschenkt bekommen und dann hat er gesagt, okay, wenn der Podcast spannend ist, dann höre ich ihn mal. Mal schauen. Wie lange er dranbleibt, ja. Ich habe einen Bär der Woche zu vergeben, hast natürlich du? Auch wieder. Ja. Es ist die Gewerkschaft. Ich mag ja die Gewerkschaft Verdi ganz besonders, ja. Für ihren Arbeitskampf an den deutschen Flughäfen. Der Arbeitskampf des Sicherheitspersonals, der an diesem Dienstag, an dem wir aufzeichnen, mal wieder fast den gesamten deutschen Flugverkehr lahmlegt. 8 deutsche Flughäfen sind betroffen. Auch vor dem Drehkreuz Frankfurt macht die Gewerkschaft nicht Halt. Allein in Frankfurt waren angekündigt 570 der geplanten 1200 An- und Abflüge zu streichen. Und das nur für Warnstreiks. Außerdem Warnstreiks an den Flughäfen Dresden, München, Leipzig, Halle und Erfurt und anderen. Und es ist für mich einfach ein Unding, allein für einen Warnstreik hier so eine große Aktion und wirklich Tausende von Fluggästen hier am Ende auch in vielen Bundesländern der Winterferien erst in Geiselhaft zu nehmen, um wirklich sehr, sehr hohe Lohnforderungen durchzusetzen. Man will ja jetzt bei Verdi, verlangt man 20 Euro flächendeckend pro Stunde für Sicherheitsmitarbeiter teilweise liegen hier in den ostdeutschen Ländern zum Beispiel die Stundenlöhne nur bei 14,70 Euro. Das heißt, auf 20 Euro gesteigert wäre das eine 44-prozentige Lohnerhöhung, haben die Arbeitgeber ausgerechnet. Und das ist natürlich schon ein ganz großer Griff ins ganz hoch ins Regal. Zumal es in diesem Beruf noch nicht mal ein gelernter Beruf ist, sondern die Sicherheitsmitarbeiter in den Flughäfen, die sicherlich eine wichtige Aufgabe machen, das ist ja gar nicht in Rede zu stellen.
Aber es ist halt immer eine Frage auch der Relationen, die Frage auch des Vergleichs, was verdienen andere. Es ist kein Lehrberuf, keine Ausbildung erforderlich, sondern die Mitarbeiter werden angelernt. Allerdings 260 Stunden sind dafür schon nötig. Aber es ist natürlich kein Vergleich mit einer Ausbildung, die zum Beispiel ein Erzieher oder ein Krankenpfleger machen muss. Jahrelange Ausbildungen. Und Erzieher, Krankenpfleger und viele andere verdienen wesentlich weniger. Und jetzt will man hier 20 Euro, also der Griff ganz, ganz hoch ins Regal und das flächendeckend. Und obwohl natürlich Lebenshaltungskosten in Frankfurt vielleicht andere sind als in Leipzig, das wird da gar nicht berücksichtigt. Und dann wird natürlich halt gleich einmal wieder an einen Flughafen lahmgelegt, wie es eben so beliebt ist, auch in vielen anderen Branchen. Da streiken manchmal dann die Flugkapitäne, wie wir es schon erlebt haben, der Lufthansa, die bis zu 350.000 Euro verdienen. Und alle Berufsgruppen erkennen, dass sie hier einen wahnsinnigen Hebel haben, ein wahnsinniges Erpressungspotenzial, wenn sie den Flugverkehr lahmlegen können, weil sie damit halt quasi ein ganzes Land sozusagen flachlegen können, blattlegen können. Und meiner Meinung nach passt hier einfach manches nicht zusammen. Vor allem sozusagen ist es jedes Maß einfach damit überschritten. Und man muss sich einfach mal überlegen, ob man bei solch einer Infrastruktur einfach gewisse Einschränkungen im Streikrecht vornimmt. Natürlich, das Streikrecht ist ein hohes Gut, klar, ist ganz klar, aber so ein Flughafenmitarbeiter hat eben dann ein ganz anderes Erpressungspotenzial als eine Kita-Mitarbeiterin. Wenn die streikt, dann wird halt die Kita zugemacht und zack, kein Hahn kräht danach. Und hier gibt es gleich massive Wirtschaftsschäden und Tausende von Urlaubern und so weiter sind betroffen. Und da muss man einfach mal überlegen, ob es wirklich, es ist noch nicht mal ein Streik, es gab keine Urabstimmung, es ist nur ein Warnstreik, ja, ohne Urabstimmung, vollkommen nicht sozusagen abgesegnet von den Mitgliedern. Und da ist für mich das Maß überschritten, deswegen mein Bär der Woche für Verdi. Muss ja auch mal gesagt werden. Ja, muss gestehen, ich finde 20 Euro für so einen sicherheitsrelevanten Job jetzt nicht zu viel. Aber weiß ich, ich finde, haben wir in letzter Zeit irgendwelche Unfälle gehabt auf Fluglinien oder sonst wie. Ich möchte den Job nicht machen und ich finde, er ist ein heldenhafter Job. Und ich finde 20 Euro für so einen systemrelevanten Job, der uns die Globalisierung ermöglicht, ja, der uns das dann, sichere Fliegen natürlich ermöglicht. Würde ich jedem und dann finde ich 20 Euro nicht so viel. Und der Unterschied ist aber, Defner, diese Menschen können das nicht wie Firmenbosse machen, die einfach mit dem Aufsichtsrat klüngeln und ihr Gehalt mal eben um 20% erhöhen. Die müssen es halt anders machen. Die haben halt nicht so ein deswegen finde ich, jetzt bin ich auch kein großer Freund von so Erpressungsaktionen, aber es ist die einzige Chance, wie du es schaffst, höheres Gehalt rauszuholen, ist genauso ein Streik und da die Leute zu treffen und darüber das hinzubekommen. Anders geht's halt nicht. Und wenn du ein Firmenchef bist, hast du da wahrscheinlich etwas smartere Möglichkeiten, dein Gehalt auch um 44% aufzubessern. Das ist ja nicht immer der Vergleich mit dem Firmenchef. Ja, doch, aber mittlerweile sind die Relationen, da kommen wir jetzt in meinem Thema gleich noch auseinandergekommen. Also insofern finde ich es jetzt nicht so absurd, dass man 20 Euro für die Stunde bekommen Ich würde sollte. Jedem 20 Euro gönnen, aber natürlich muss es immer irgendjemand bezahlen. Ja, im Zweifel natürlich dann die Flugpassagiere in dem Fall, logischerweise. Wie viele Flugpassagiere sind das denn, wenn du es mal überlegst? Aber, da ist, kommt doch jetzt kein, ja, das wirst du vielleicht das Ticket mit Euro mehr bezahlt oder lass das 1,50 sein. Das ist doch jetzt, ist doch, also ich finde, nee, aber das gibt ja dann auch Ausweicheffekte. Wenn es zu teuer wird, die Fluggebühren in Deutschland, dann weichen die Leute halt irgendwo anders hinaus, ins angrenzende Niederlande und so weiter und so fort. Also, du meinst, die fahren mit dem Zug, Preis, da fährst du mit dem Zug nach Polen und steigst dann da in den Flieger. Ich würde es nicht machen, aber gut, dann die Überlegung finde ich jetzt auch etwas absurd. Kommen wir zu meinem Bär der Woche. Ist ja kein Thema, das wir diskutieren, so ist zum es. Glück. Ne? Mein Bär der Woche ist eine Person, die man kennt. Und zwar ein ehemaliger CSU-Finanzminister und Sparkassenpräsident. Georg Fahrenschon. Ich weiß nicht, ob den jeder kennt, ehrlich gesagt. Er war bei CSU-Finanz, aber er ist ein junges Talent. Ist 50, ist mit Mitte 30 schon Finanzminister geworden, wurde dann Sparkassenpräsident. War mal ein junges Talent. Ja, natürlich ist er jetzt älter, aber es ist auf jeden Fall hat er eine steile Karriere gemacht. Und seine Karriere hat jetzt einen weiteren Turn gemacht. Und den finde ich so bemerkenswert. Und zwar ist er ja Sparkassenpräsident gewesen und musste da zurücktreten, weil er Steuersünder wurde, weil er seine Steuererklärung zu spät abgegeben hat und hat sogar ein richtig fettes Strafmaß. Aber 140 Tage musste er Strafe zahlen. Das ist, da bist du dann schon vorbestraft. Und als es dann rauskam, konnte er nicht mehr Sparkassenpräsident sein. Und nun wird er Steuersünder fahren schon. Ausgerechnet heuert er an bei einer Steuerberatungsgesellschaft. Das ist doch wunderbar. Und zwar heuert
Das ist so krass. Ja. Hallo. Ja. Also wirklich, ich meine, das ist wirklich, das ist wirklich krass. Wunderbar. Das spottet jeder Beschreibung. Alter. Und zwar bei WTS. Kein Mensch kannte bisher WTS. Jetzt kennen die Leute WTS. WTS ist nämlich die fünftgrößte Steuergesellschaft in Deutschland. Beschäftigt, glaube ich, über 800 Leute. Das ist ein relativ großer Laden. Bisher kann ihn niemand. Jetzt dank Herrn Fahren schon und der Personal. Und der spürgt jetzt für illegale Steuertricks vom ehemaligen bayerischen Finanzminister. Ja, ja. Und auf jeden Fall hat es versäumt, seine Tantiemen. Und zwar hat er Millionen Tantiemen zwischen 2012 und 2014 bekommen und die hatte er einfach nicht rechtzeitig deklariert. Und er, das Sparkassenpräsident, hat er schon eine Million bekommen und dazu noch ein paar Millionen obendrauf als Tantiemen. Oh, habe ich die da was vergessen? Hatte er nicht. Nee. Also, wie konnte ich das denn übersehen hier? Liegen da noch ein paar. Ach so, liebes Finanzamt, sorry. Ja. Also habe ich gerade übersehen. Sowas. Und jetzt heuert er ausgerechnet in dieser Branche an, muss man gestehen, die er sein Karriereende eigentlich schon besiegelt hatte, nämlich in der Steuerbranche. Und das finde ich wunderbar. Und der Chef von WTS, Fritz Esterer, hat dann gesagt, Georg Fahren schon genießt nach wie vor einen exzellenten Ruf. Und hat ein großes Netzwerk an Entscheidern, von dem wir profitieren ein werden. Ein sogenanntes Spätzl-Netzwerk, ja, in Bayern. Ist ja. So ist es. Du, ich kenne sie alle in der CSU. Ja. Hör du, oh. Weißt mal, Spätzl, ruf, ja, kein Problem. Hast du ein Problem mit der Steuer? Kein Problem. Ja, siehst du? Ja, ja, ja. Und nee, jetzt, also das ist echt, Vorteil das ist so eine Vetternwirtschaft. Ah, oh, das riecht zum Himmel, finde ich ja. auch. Also Wahnsinn. Auf jeden Fall ja, kennt jetzt jeder, ja Mensch, jeder Mensch kennt jetzt WTS. Herr Fahren schon ist auch wieder in der Diskussion. Und jetzt wissen wir auch, was ein Drehtüreffekt ist, dass man einfach, wenn man einmal in der Politik oben war, immer Karriere eigentlich machen kann. Und deswegen mein Bär der Woche, Georg Fahren schon. Ja. Der Fahren schon, der Fahren schon, ja. Der spart Steuer schon beim Fahren schon. Ich dachte mal jetzt ein kleines Liedchen, da ist noch nichts eingefallen. Ja. So. Übrigens, sehr gut. So, letztens hat der Chefredakteur was über Podcasts erzählt und meinte, man sollte da auch man sollte was mit Mundart auch machen. Ach so. Ich weiß nicht, ob er uns da, er hat es nicht namentlich erwähnt, aber er meinte Mundart. Sächsische Mundart. Nein, Moment mal, das Sächsische Mundart. Er sagt, kein Podcast ohne sächsische Mundartbeiträge machen. Oh Mann, Devner, du kannst das nicht. Ulf Boschardt ist ja Franke. Ist Franke, der ist Franke. Ja, der ist auch FC. Der ist erste FC Nürnberg. Ein Klubberer. Und da würde man ja auch Boschardt sagen, nicht mit weichem B. Nein, eigentlich würde man sagen, hör mal, Ulf, schreibst du dich jetzt mit Harten oder mit weichem B? Okay. Dann würde ich sagen, mit Hatten B natürlich, wie Polizei. Boschardt wie Polizei. Also wenn er das jetzt hören würde, dann wäre wahrscheinlich seine Devise Mundart im Podcast wäre jetzt umgesetzt. Ja, ja. Gut, kommen wir zu unseren Themen. Vielleicht auch für diese Ausgabe, ne? Dann zu unseren Themen. Ja, ich würde sagen, du fängst an. Ja. Du, ich meine, der DAX ist positiv ins Jahr gestartet. Ja, die Defner-Rallye im vollen Gange. Und da würde ich sagen, das fünf ist Tage, dein Thema. Die ersten 5 Tage gleich ein Plus von 2,6% gemacht. Da gibt es die 5-Tages-Regel. Ja, auch der S&P 500 in Amerika. Die 5-Tages-Regel sagt so, wie der Januar, die ersten 5 Tage, so das ganze Jahr zum Beispiel. Eine von vielen Regeln, die anderen hat sagen, 2018 wieder Januar, leider nicht hat 2018 funktioniert. Nicht funktioniert, aber in 80% der Fälle hat sie funktioniert. Ja, ja. Hat sie. Aber ist ja hat nicht der einzige Faktor. Ja. Man muss einfach sagen, grundsätzlich ist die Stimmung extrem negativ, gerade zum Jahresende 2018 gewesen. Da haben wir ja wirklich panikartige Ausverkaufsstimmung dann nochmal erlebt, gerade so um die Weihnachtstage, gerade auch an der Wall Street, wo in Deutschland nicht gehandelt wurde, wo es wirklich richtiges Sell-off-Charakter gab und wo einfach die Letzten sozusagen geflüchtet sind, die bis dahin noch die Zähne zusammengebissen haben. Und so ein Sell-off, so ein Ausverkauf ist dann einfach immer eine gute Basis dann wieder für einen Aufschwung, weil dann irgendwann halt die letzten zittrigen Hände, wie es Costolani immer so schön formuliert hat, aus dem Markt rausgeschüttelt wurden und das Geld in die festen Hände gewandert ist bei den Aktionären. Beziehungsweise das Geld ist jetzt erstmal zum Beispiel auf Tagesgeldkonten gewandert. In Amerika zum Beispiel die neueste Zahl, 3,07 Billionen Dollar sind dort auf Tagesgeldkonten jetzt aktuell gehortet. Das ist der höchste Stand seit 9 Jahren. Allein in der ersten Januarwoche sind nochmal 19 Milliarden dazugekommen. Also selbst die Amerikaner, die ja sehr aktienaffin sind, sind eben raus aus den Aktien- und Anleihemärkten, sind drauf auf die Tagesgeldkonten. Da gibt es aber auch ein paar Prozent Zins, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Das ist nur ein Indikator. Dann gibt es so viele, es gibt ja sehr viele Indikatoren, wo man die Börsenstimmung erfasst, Put-Call-Ratios, die Stimmungen von Börsenbriefen in Amerika, die sie wiedergeben und so weiter und so fort. Auch die Summe von die Prozentsätze, wie sozusagen
Aktien gehalten werden von den Investoren. All das sind Indikatoren, die auf Rekordtiefstände oder auf mehrjährige Tiefstände in der Anlegerstimmung hinweisen. Also die Stimmung ist negativ und dann gilt die Devise von Warren Buffett, sei gierig, wenn die anderen ängstlich sind. Das ist dann eigentlich die Zeit zum Kaufen. Zumal dann ja, wie gesagt, die geopolitischen Risiken, häufig schon von mir angesprochen, die im letzten Jahr vor allem dann die Märkte belastet haben. Stichwort Brexit. Heute ist mal wieder Tag der Abstimmung im Parlament. Ich glaube noch nicht, dass wir heute schon irgendwie ein Ergebnis bekommen. Das Parlament wird dagegen stimmen. Das wird dagegen stimmen. Ja, das kann man sagen. Die einzige Frage ist ja nur, mit wie viel Stimmen. Genau. Die Frage ist aber, was danach kommt. Und irgendwann muss es dann mal irgendeine Lösung geben in diesem Brexit. Und wenn es ein harter Brexit zum 29. März ist, und dann wird wahrscheinlich auch jeder sagen, okay, Gott sei Dank haben wir jetzt irgendwann mal eine Klarheit. Da wird es eine Entscheidung geben. Im Handelskrieg wird verhandelt zwischen USA und China. Da geht es auch voran, wenn auch schleppend. Da ist auch die Deadline im März. Die Deadline ist im März. Die erste März. Also da könnte es dann eben bis März auch eine Entscheidung geben. Und wenn diese beiden Damoklesschwerter, wie schon oft von mir skizziert, dann weg sind, dann wird es Erholungsrallys an den Märkten geben. Dazu kommt das Konjunkturbild. Da lachen sie alle. Hallo, man nimmt mich ja nicht ernst. Sag mal. Sogar der Kollege, der aufnimmt, lacht. Herr Otte, ja, weil diese Geschichte, rufe zur Mäßigung. Ja. Diese Geschichte, die haben wir im letzten Jahr schon so häufig gehört. Und weißt du, was ich mich wirklich frage, stell dir Folgendes vor. Die einigen sich wirklich mit irgendeinem schlechten Kompromiss, was ich mir vorstellen kann, wo dann ein Kompromiss draufsteht, was aber kein wirklicher Kompromiss ist. Und dann brechen die Märkte wieder ein. Was willst du uns dann erzählen? Schau mal, der Brexit. Heute am Tag vor der Abstimmung ist der DAX schon fast auf 11.000 Punkte gestiegen. Zum Beispiel aus einem anderen Grund, der auch China hat nämlich angekündigt, sie wollen die Konjunktur stützen, stabilisieren. Steuersenkung. Wäre in Deutschland auch mal angebracht. Die haben schon 300% Schuldenquote, was das Bruttoinlandsprodukt ist. Ja, aber Steuersenkungen sind Steuersenkungen, das kommt in der Konjunktur an und das wird wirken, Konjunkturmaßnahmen, alles ist überleg doch mal, Trump hat 2018 über 1 Billion Schulden gemacht. Das sind 6% des Bruttoinlandsprodukts. Du darfst gleich deine Ausführungen machen. Und aus diesen 6% hat er 3% Wachstum rausgequetscht. Also ist das ein tolles Wachstum, wenn du aus 6% Schulden machst und 3% Wachstum rausquetscht? Hallo, weil er sich selber ausgebremst hat. Ja, herzlich gut. Okay, mit seinem Handelskrieg. Naja, zeigt ja Bremsspuren auch in der amerikanischen Konjunktur. Und das ist ja eine der Argumente auch, die ich immer wieder vortrage. Das weg ist, dann nein, die Konjunktur. Bremseffekte werden dazu führen, dass beide Seiten sich einigen werden auf einen Deal. Das ist so sicher wie das Amen der Kirche, sage ich jetzt hier mal. Dieser Deal wird kommen und Trump wird sagen, es ist ein hervorragender Deal. So einer wie mit Nordkorea, ich bin mir sicher. Hast du von Nordkorea eigentlich mal wieder was gehört? Ich glaube, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, eine Atomwaffe kannst du nicht von heute auf morgen. Zölle kannst du von heute auf morgen abschaffen. Da hat er auch von großartigen Deal gesprochen. Nein, aber ich meine, Atomraketen kannst du nicht von heute auf morgen sozusagen zerstören. Das ist ein längerer Prozess. Zölle kannst du von heute auf morgen abschaffen. So, das geht ganz einfacher und das ist nachkontrollierbar. Das ist ganz klar nachzukontrollieren und dann kann man sagen, okay, da gibt es einen Deal. Das ist das eine und dann, wie gesagt, dann gibt es sozusagen Konjunkturstützungsmaßnahmen aus China zum Beispiel, die der Weltwirtschaft auch wieder helfen werden. Jetzt ist ja die Sorge groß, dass die chinesische Konjunktur abschmiert. Die Sorge ist groß, dass die amerikanische Konjunktur vielleicht auch abschmieren könnte. Die ersten Zahlen, die wir zum Beispiel von der Citigroup bekommen haben an Unternehmenszahlen. Sattes Gewinnwachstum, was wir da gesehen haben, besser als erwartet. Dann gibt es noch die amerikanische Notenbank, die im letzten Jahr auch noch zu allem Überfluss ein Bremsfaktor war, wo man Angst hatte, dass die trotz einer Konjunkturabkühlung und dieser geopolitischen Risiken trotzdem an ihrem Zinserhöhungskurs festhält. Die signalisiert ja immer mehr, auch in der letzten Woche wieder hat Paul gesagt, wir sind also wirklich sehr flexibel und also die 2 Zinserhöhungen, die der Markt jetzt erwartet, die wir signalisieren für dieses Jahr, das ist überhaupt kein Gesetz. Also die Fed wird in diesem Jahr ganz sicher mit ihrem Zinserhöhungskurs aufhören. Vielleicht machen sie noch eine Zinserhöhung, das war es dann meiner Meinung nach. Und all das sind die Faktoren, die so stark, wie sie die Märkte im letzten Jahr zum Absturz gebracht haben, so stark werden sie in diesem Jahr beflügeln, nach oben katapultieren. Ja, und dann haben wir dieses klassische V an den Märkten, also ein rapider Absturz und Panik und auf der anderen Seite, wenn es dann doch diese Panik und diese schlechten Erwartungen der Börse nicht eintreffen, dann wollen alle schnell wieder rein, raus aus dem Tagesgeld, rein in die Märkte. Und es geht nach oben. Es geht nach oben. Wunderbar. Ja. Gut. Jetzt hast du deine Argumente gebracht? Ja, so, ich habe noch ein paar Zahlen. Aber vielleicht noch ein paar. Ja. Mein, jetzt, meine Damen und Herren, und jetzt schüttet Holger Czapitz.
Wasser in den Wein. Das war eins meiner Lieblings. Ja, ich schütte mir auch ein bisschen Wasser ein. Ich könnte noch zwei Politikereignisse dazu machen, wenn dann irgendwie die Deadlines ausgelaufen sind, was China anbetrifft und der Brexit. Im April steht die Erneuerung der Iran-Sanktionen an, das noch. Und wir haben im Mai noch die Europawahl. Also wenn es gegebenenfalls, falls die Rallye jetzt nicht kommen sollte, hättest du noch zwei weitere Argumente, warum das, welche Damoklesschwert auch immer über den Märkten hängt. Und ja, also zum einen dein Optimismus, was die Notenbank anbetrifft, das ist ja das Erste. Du hast es so getan, oder viele haben so getan, als ob der Paul, der war ein harter Typ. Der ist halt der Chef der Notenbank. Eigentlich heißt er Jerome, aber sein Vater hieß schon Jerome. Und deswegen hat die Mutter gesagt, du musst Jay heißen. Und deswegen ist er immer Jay. Also er wurde mal gefragt, warum sich Jay nennen ließ. Und das lag an seinem Vater. Okay. Und das ist halt einfach mal ein Typ, der nicht immer, wenn die Märkte schreien, losrennt und sagt, oh komm, ich komme euch zu Hilfe und mach das. Und er hat jetzt auch nicht so groß sich verändert. Die Notenbank, er hat nie so getan, als ob er die amerikanische Konjunktur zerstören wird. Und alle, die jetzt sagen, oh, es ist flexibel und macht sonst nichts. Nein, das hat er absolut getan. Er hat nur gesagt, liebe Märkte, wenn ihr so die Memmen hier spielt, bin ich nicht derjenige, der für gute Stimmung sorgt. Und da hat das, finde ich, hat er jetzt noch ein bisschen Flexibilität erzählt. Aber er hat die Meinung hat er nicht groß geändert. Und es kommt gar nicht so sehr auf die Zinsen an, sondern es kommt auf die Bilanzsumme an, die Amerikaner haben. Und da ist halt die Frage, ob er da weiterhin Monat für Monat 50 Milliarden rausnimmt. Wenn er das nämlich tut, die EZB kauft nicht neu, die Bank of Japan macht auch weniger Liquidität in den Markt rein, dann hast du schon ein Problem, dass du nämlich nicht mehr die Liquidität hast, wie du im letzten Jahr hattest. Und dann wird nämlich Netto-Liquidität aus den Märkten abfließen. Und das wird die Märkte bremsen. Und deswegen wird es nicht so ein wahnsinniges Plus geben. Naja, und die so Märkte haben wir zuletzt aber schon sehr auf diese Ankündigung reagiert. Das kannst du nicht. Und vorher hat er den harten Hund markiert, auch weil ihn natürlich Trump ständig mit Twitter unter Druck gebracht hat. Und da wollte er seine Unabhängigkeit von Trump auch demonstrieren. Und hat gesagt, nein, wir bleiben unseren Kurs, egal was da kommt. Und dann hatten die Märkte eben die Angst, okay, nicht weniger wegen dem Einbruch der Märkte, sondern mehr, wenn die Konjunktur einbricht und die bleiben auf Kurs, dann führt das in Nirvana, ins Bodenlose und jetzt hat er signalisiert, nein, wenn die Konjunktur schwächelt, dann sind wir flexibel. Und das ja, aber das ist doch klar, das hätte er doch immer gemacht, das war doch nie eine andere Meinung. Aber die Märkte haben es anders interpretiert aber die Märkte, vorher. Nein, die Märkte interpretieren es jetzt so, wenn wir wieder einbrechen, dann kommt er uns zu Hilfe. Und er wird nur dann zu Hilfe kommen, wenn die US-Konjunktur einbricht. Genau. So, und nicht, wenn die Märkte irgendwie ihre Probleme haben. Zusammen, das weißt du nicht. Also insofern bin ich da nicht so optimistisch, dass die Notenbank den nächsten Aufschwung hat. Und so wie die Notenbank in den vergangenen Jahren mit ihrer Ausweitung Liquidität die Bewertung ausgeweitet hat und die ganzen Anlagepreise nach oben gebracht hat, so wird jetzt, wenn du die Liquidität rausnimmst, wieder nach unten gehen. Insofern würde ich das bloß nicht so sehen. Dann hast du, Europa schwächt sich ab, das Wachstum, Japan schwächt sich ab, das Wachstum, Amerika schwächt sich ab, das Wachstum, in Italien müssen wieder Banken gerettet werden. Also ich hätte da noch eine ganze Litanei an Sorgen. Wir sollten aber jetzt wetten. Genau, wir sollten wetten. Aber ich habe noch ein paar Zahlen rausgesucht, weil ich habe ja meine Jahresanfangswette auch mit einem kräftigen Aufschlag gewettet beim DAX von 28%. Ja. Und ich würde jetzt eben wetten, dass der DAX bis zum Mitte des Jahres, also meine Jahresendwette war ja 13.500 und wir sehen neue Jahreshochs. Bis zum Mitte des Jahres würde ich jetzt wetten hier 12.500. Sage ich. Ja, das ist doch. Und ich sage nur mal, es ist jetzt nicht, das klingt so 28% plus, das ist ja utopisch. Ne? Ist aber nicht? Es sind gab ganz viele Jahre. Es gab 1997. 47% plus im DAX, 1999 37% plus im DAX, 2003, das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Jahr jetzt, weil es vorher zwei Jahre Abstürze gab, vielleicht nicht ganz so stark, 29% plus, 2009 ist vielleicht im ehesten vergleichbar, weil 2008 ist der DAX um 40% abgeschmiert, 2009 25% plus und 2012 zum Beispiel 30% plus nach einem Minus von 15% 2011. Also vielleicht ist am ehesten 2012 vergleichbar mit dem Jahr heuer. Und deswegen glaube ich, heuer. Schönes das sagt Wort. Heuer, der Franke, das sagt der Franke. Ja, ein bisschen mehr Mundart. Heuer. Der Mut zur Mundart. Ja, Wunder, da, ja. Freilich, damit es auch dem Chefredakteur und das Schöne gefällt. Ist ja, und das Schöne ist ja, Herr Deffner, es gibt ja, wir haben ja geguckt, Rezessionsjahre sind gute DAX-Jahre. Stimmt. Es gab 6 Rezessionsjahre in der Nachkriegszeit und in all den Jahren, wo Deutschland im Minus lag. Aber jetzt haben wir dummerweise keine Rezession bekommen. Ja, aber so ähnlich gefühlt war es ja so eine ganz kleine gefühlte Rezession. Ja, es wurde ganz ein schön. Mini-Rezessionchen, es war so eine Delle, die sich fast schon irgendwie ein kleines Rezessionchen. Du kleines süßes Rezessionchen. Aber du bist ja keine Rezession, du bist ja nur eine Delle. Wunderbar. Okay, also meine Wette steht. 2500, da würde ich dagegen wetten. Und, okay, alles klar.
Gut, dann kommen wir zu meinem Thema. Ja, du weißt ja, Deutsche Bank ist ja im alten Jahr schon meine Lieblingsadresse gewesen für Bären und sonstige. Musst du doch gleich mal wieder drauf reinschlagen, ja? Nein, das neue Jahr war wenige Tage alt. Da kam dann die Meldung, dass die Deutsche Bank ihren Angestellten Boni im Wert von 2 Milliarden Euro zahlen will. Und das trotz Kursverlusten von 56%. Und ich habe jetzt einfach mal geguckt, wie ist die Vergütung, also die Boni-Entwicklung und die Aktienperformance. Und ich muss feststellen, da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang. Beispielsweise 2010, Aktie minus 13, Bonus 4 Milliarden. 2011, Aktie minus 25, Bonus 3,6 Milliarden. 2014, Aktie minus 24%, Bonus 2,7 Milliarden. Also es ist überhaupt kein Zusammenhang. Und wenn du das feststellst in dieser Gesellschaft, wenn du siehst, da läuft was nicht gut und dann geben die trotzdem Boni aus, dann ist das halt einfach wirklich ein Ärgernis und damit machst du die Akzeptanz dieses Systems kaputt. Und dann gab es auch neue Zahlen zu Managergehältern. Da hat ja Gabor Steingart mal so ein paar Zahlen ausgerechnet und hat dann rausgefunden, dass Herr Zetsche, der Daimler-Chef Dieter Zetsche, 101 mal so viel wie seine durchschnittlichen Mitarbeiter gewinnt. Die Zahl hatten wir ja schon. Mhm. Aber er hat mal ausgerechnet, wie lange er arbeiten musste, damit er das Durchschnittsgehalt seines Mitarbeiters hatte. Und zwar bis zum 4. Januar um 13.48 Uhr. Und wenn du jetzt einer der Daimler-Mitarbeiter bist und dann hörst, am 4. Januar hat er schon so viel verdient wie der durchschnittliche Mitarbeiter und der schlecht bezahlteste CEO, nämlich der von Infineon-Chef Rainer Ploss, musste bis zum 9.01. arbeiten um 18 Uhr. Da kommen mir fast die Tränen, das ist so ein armer Kerl. Dann verliert das einfach die Akzeptanz in der Bevölkerung. Und dann sagen die Leute, ey, dieses System ist irgendwie mit gezinkten Karten. Und so, deswegen habe ich vorhin auch so rumgenölt, als du mit deinem Verdi-Streik angefangen hast. Und es ist einfach niemandem vermittelbar, wie auf der einen Seite immer weiter die Gehälter nach oben gehen, aber die Leistung dahinter nicht stimmt. Und ich glaube, die Menschen haben dann ein feines Gespür dafür, wann was gerechtfertigt ist und wann nicht. Und bevor du jetzt hier wieder sagst, ich würde hier den Kapitalismus schlecht reden und meine ostdeutsche Vergangenheit wieder sagst und irgendwie sagst, ich will den Sozialismus haben, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir einfach um einen Kapitalismus, wo die Leute das Gefühl haben, dass sich A, Leistung lohnt und nicht Leute was für eine Leistung kriegen, die sie nicht gemacht haben. Und wo du nicht das Gefühl hast, dass ich irgendwie Monopole bilden, die dann die Mitarbeiter ausnutzen, die dann irgendwie Preise setzen, wie sie wollen, die dann die öffentliche Meinung beeinflussen und so weiter. Und ich habe zu Weihnachten ein Buch gelesen, was ganz, ganz hübsch ist, The Myth of Capitalism, Monopolies and the Death of Competition von Jonathan Tepper. Und der hat genau dieses Gefühl, was viele Leute umsteigt, einfach mal in Zahlen gefasst und mal geguckt, wie das ist und hat festgestellt, dass wir jetzt gerade so eine Fusionswelle haben, was nicht nur im Internet ist, sondern auch in anderen Branchen, wo sich Leute Macht zusammenballen, die Macht dann ausnutzen, um Preise zu erhöhen, um Meinung zu machen und auch die Mitarbeiter schlechter bezahlen können, weil wenn du in einem Monopol arbeitest, hast du als Mitarbeiter auch gar nicht die Chance, woanders hinzugehen, weil es ja gar keine Konkurrenz mehr gibt. Und genau diese. Aber das ist jetzt wirklich eine andere Debatte wieder. Nein, also ich würde mal Debatte. Nicht das ist ja, jetzt neue Fass aufmachen. Nein, du kannst eine ja sehen, Bezahlung da, von Managern, das ist, ob jetzt das ein Monopolunternehmen, natürlich ein Monopolunternehmen, das Blenden verdient Länder. Aufgrund von Monopolgewinn, verdient auch der Manager. Ja, aber wenn du mal die Statistiken dir anguckst, und ich hätte sehr schön gesagt, in Chile beispielsweise, ist der Monopolisierungsgrad am größten und da ist auch die Ungleichheit am größten. Es gibt da einen Zusammenhang zwischen Ungleichheit, Verteilung von Wohlstand und Monopolen. Und da, wo es so Gesellschaften gibt, wo es halt Anballung von Macht gibt, unternehmerisch, ist auch die Ungleichheit höher. Und deswegen muss man halt gegen diese Sachen auch kämpfen, wenn man den Kapitalismus retten will. Okay, bin ich dafür. Deswegen, ich glaube, wir sind jetzt bei diesem Thema nie so weit auseinander. Also ich kann da jetzt vieles auch nicht so verteidigen. Ich dachte, die 2 Milliarden wirst du jetzt hier verteidigen. Hallo, die Deutsche Bank macht alles richtig. Sonst gehen die Talente weg. Das ist ein Totschlagargument. Also das finde ich wirklich ein Totschlagargument. Und jedes Jahr wird immer dann behauptet, das ist ja jetzt die letzte Halteprämie. Letztes Jahr hat Crying gesagt, der damalige Chef der Deutschen Bank, das wäre jetzt nochmal eine letzte Investition in die Mitarbeiter, ja. Okay. Da war es ja schon schlecht, ja. Und damals waren es 2,2 Milliarden. Und da hat die Aktie wenigstens auch 3% gemacht. Genau. Und jetzt haben wir 10% weniger. Ist ja noch nicht offiziell, muss man sagen. Ja. Ne? Aber wurde kolportiert. Und dann wären wir bei 2 Milliarden. Ja. Und das ist natürlich bei einer Aktie, die 56% verliert und wie die Börsenkapitalisierung auch nur noch 17 Milliarden ist oder sowas. Ja. Für 2 Milliarden hätten sie sich ja
N26 kaufen können, ja? Statt sich an Boni auszuschütten. Hätten sie mal zukunftsfähige Talente gehabt, ja. Aber jetzt müssen sie ihre alten Talente halten. Und man fragt sich ja na, wirklich, man fragt sich schon, diese Talente, in die seit Jahren Boni investiert werden, über alle Maßen und keine Dividenden bezahlt werden. Genau. Was liefern denn diese Talente? Ja. Im Fußball, wenn so ein Talent eine Saison nicht performt, ist es weg, ja. Da werden auch Spitzengehälter bezahlt. Da bin ich auch wirklich dafür, dass man für Talente bezahlt. Aber irgendwann muss so ein Talent auch liefern. Es kann nicht dann das ewige Talent bleiben, ja. Also das geht gar nicht. Genau. Ja, was das die Deutsche ist genau Bank dieses macht. Gefühl, bin was ich, die Leute genau, auch haben. Bin ich das absolut bei dir. Bin ich bei dir, ja, absolut. Aber grundsätzlich ist natürlich, muss man es halt immer so sehen, natürlich wird diese Neiddebatte gerne geführt in Deutschland und egal, ob erfolgreich oder nicht, wenn die Ranglisten bei Managergehältern rauskommen, wird so, verdient ja viel zu viel. Und dieser Vergleich, 100-mal so viel wie ein Mitarbeiter, ich meine, das hängt halt auch immer davon ab, was hast du jetzt Postboten als Mitarbeiter oder hast du einfach nur hochqualifizierte Programmierer wie bei SAP, da hast du plötzlich ein ganz anderes Verhältnis. Ja? Also das ist kein Maßstab. Das ist nicht so anders. Das ist anders. Kein Maßstab. Das ist immerhin 98-fach. Ja, aber bei SAP ist es 98-fache. Das ist ein 98-facher seit Bill McDermott. Aber SAP ist zum Beispiel eine super Erfolgsgeschichte und eins muss man dazu sagen, da gab es ja auch ein Vergütungsmodell, das dann vorbildlicherweise von der Hauptversammlung kassiert wurde, weil Investoren, die auch von Chan Shepherds immer wieder häufig kritisiert, es gibt ja so Interessensvertretungen von Aktionären, dagegen gestimmt haben und Interessensvertretungen, die Aktionärsinteressen wenn sie denn die Interessen rausholen. Ja. Und genau das ist der Weg, um das in den Griff zu bekommen. Meiner Meinung nach, wir leben in der freien Marktwirtschaft und jedes Unternehmen sollte seine Spitzenmanager so bezahlen können, wie sie wollen. Und das sollte man nicht, weil was du jetzt machst, ist ja wieder der Ruf nach dem Staat. Und darf ein Manager jetzt mehr als 10 Millionen verdienen oder nicht? Nein, ja? Das will ich gar nicht. Oder darf ein Fußballer beim FC Bayern mehr als 10 Millionen verdienen? Das kann er gerne tun, wenn er Leistung bringt. Ja, aber da müssen wir auch immer Managergehälter mit Fußballergehältern und Formel-1-Gehältern vergleichen. Ja, aber da müssen wir schon fair sein. Wo ist da die Leistung? Wenn du im Nachhinein feststellst, dass die Leistung nicht da war, musst du ihm gegebenenfalls auch Boni-Bestandteile wieder zurückgeben. Genau, und das gibt es halt auch noch nicht. Du kannst jetzt einfach sagen, Bonus eingeloggt, schönen Dank. Okay, das gibt schon mehr, dass die Boni erst nach Jahren ausbezahlt werden und an langfristige Erfolge geknüpft sind. Das kommt immer mehr. Diese Vergütungssysteme wurden schon immer mehr verbessert. Das muss mehr kommen. Ja. Und das ist aber meiner Meinung nach, aber jetzt, ich warne vor diesem Ruf nach dem Staat und sagen, Staat muss jetzt da wieder eingreifen und sagen, Manager darf nur das und das verdienen, weil dann sind wir wirklich wieder in der Staatswirtschaft. Das will ich auch nicht. Ich bin schon auch dafür, Tarifparteien bei den Streiks. Klar sollen die auch streiken können, aber in Maßen. Und genauso in Maßen sollten die Tarifparteien oder beziehungsweise die Parteien, in dem Fall sind es ja die Aktionäre. Und früher wurde es ja wirklich im stillen Aufsichtsratskämmerchen gehandhabt. Da wurde überhaupt nicht öffentlich informiert, sozusagen, was ein Manager überhaupt verdient. Und das war wirklich ein Geschachere, weil die Ex-Chefs waren dann die Aufsichtsratschefs von morgen. Und das hat auch die Politik bewirkt. Man muss sagen, also die Transparenz herbeiführen, das war der Corporate Governance Codex, der von den Unternehmen selbst gegründet worden ist, aber auf Druck der Politik. Aber, und insofern, das finde ich, sollte es geben. Und jetzt werden wir halt sehen in diesem Jahr. Ja. Und da könnten wir, ich weiß nicht, ob wir da auch eine Wette draus machen eins noch können. Zu diese Transparenz war natürlich gut, aber sie hat auch dazu geführt, dass die Gehälter gestiegen sind. Weil vorher war es halt so, ist mittlerweile ja auch so eine Reputationssache. Und das kannst du nicht als DAX-Chef heute irgendwie weniger als 1 Million oder sowas verdienen, weil du dann sagst, hallo, ich bin DAX-Chef und alle Welt weiß, was die anderen verdienen. Ich werde überhaupt nicht ernst genommen, wenn ich hier das Minigehalt hier habe. Ja, der arme Infineon-Typ, ich muss bis zum 9. arbeiten, damit ich den Durchschnitt meiner Mitarbeiter habe. Nein, es gibt Studien, dass das dann so war, weil natürlich dann die Gehälter plötzlich auf der Ebene auch vergleichbar waren und alle wussten, was alle verdienen. Und dann will ja keiner irgendwie sozusagen da auftreten und sagen, hallo, ich bin irgendwie ein Taugenichts und nicht so viel wert. Also, aber wenn Sie es ja und sehen, im internationalen Vergleich muss man natürlich irgendwie auch mithalten können. Aber ich glaube auch nicht, dass so schnell ein deutscher Manager nach Amerika abwandert, weil das ist die so mobil. Es gibt wenige, die das erfolgreich gemacht haben. Aber wir werden es ja dieses Jahr sehen. Es ist ja von der EU vorgeschrieben worden, dass diese Gehaltsfragen stärker in der Hauptversammlung diskutiert werden. Und da kann man dann sehen, ob die Investoren wirklich diesen positiven Einfluss machen und wirklich darauf drängen, dass Leistung belohnt wird und nicht einfach. Wer hat es gemacht? Die EU hat es gemacht. Ach, nein, aber da finde ich, solche Regeln sollte der Staat setzen, aber das ist, und das dann aber. Da sind wir uns einig. Prima. Nicht so kontrovers. Jetzt ist die Frage, wollen wir jetzt noch wetten? Wir haben ja die Wette überhaupt vom letzten Jahr noch. Da ging es darum, wird es mehr als 52-fache sein in diesem Jahr? Also, wenn die 2018er Gehälter dann publik werden,
Wollen wir das? Ich meine, es ist natürlich, es kann gut passieren. Ich würde nicht dagegen wetten, weil der Trend ist natürlich immer noch da. Aber wir haben ja noch eine Wette. Ja, das ist steigt ja, über 52. Gut, dann lassen wir das. Die läuft noch. Ja, dann machen wir keine neue. Gut. Wir machen keine neue Wette, ja, weil sonst wetten wir zweimal das Gleiche. Und, okay, gut. Ja, so, und dann Kollege Otte sagt, wir müssen zum Schluss kommen. Ja. Nach 48 Minuten. Das Damoklesschwert der Uhrzeit fällt gleich über uns. Nee, ist der Producer. Es gibt auch so Podcasts, die manchmal ihren Producer rausschmeißen, damit sie mal ungestört weiter diskutieren können. Und es scheint so ein bisschen so sein, dass wir jetzt hier den Diktator am Tisch Kollege, haben. Und Kollege Otte in diesem Jahr hat gesagt, ich mische jetzt mal aktiver mit hier. Ja? Genau. Die Zeit ist vorbei, wo so ich mir das alles klaglos anhöre. Ja. Erst schütteln wir mal den Kopf. So, 48 Minuten. Wir sagen schnell noch, dass wir nächstes Mal eine Spezialausgabe aus Davos haben. So ist es. Dummerweise, dieses Jahr fällt der Defner ja nicht mit. Nein. Letztes Jahr waren wir zusammen in Davos. Dieses Jahr fahre ich nur und dann werden wir das fernmündlich machen. Genau, wenn der Kollege Czapitz nicht in den Schneemassen versinkt. Nee, in der Schweiz ist es glaube ich nicht so schlimm. Es war kann nur ja auf der deutschen Seite. Kann ja noch kommen. Wir ja, weiß nicht, ja. Und dann melden wir uns, Kollege Czapitz meldet sich aus Davos mit exklusiven Eindrücken der Weltelite, ja. Dann bin ich Teil dieser wunderbaren Bubble. Der Trump kommt ja leider nicht. Fühlt man sich wie in so einer Bubble. Genau. Also das machen wir nächstes Mal. Das ist dann eine etwas andere Sendung. Und für dieses Mal sagen wir einfach, bleiben Sie uns treu, bewerten Sie uns gut, empfehlen Sie uns weiter. Ja. Wir sagen Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und Czapitz.